Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid, dass du in meinen Kanal hineinschaust. Freut mich sehr. Heute habe ich mal was ganz Außergewöhnliches, Lustiges, Drolliges, Süßes für euch, für dich. Und zwar diesen kleinen Kerl hier. Was ist das? Das ist eine Sushi-Rolle gehäkelt. Ein Wunsch meiner Töchter. Weil es ein ganz besonderes Geschenk sein soll für eine ganz besondere Freundin. Vielleicht hört sie und sieht sie mal das Video. Da hat jemand ganz doll an dich gedacht. Und dann habe ich mich hingesetzt, das entworfen, gefertigt. Und das ist das Ergebnis. Und wie das geht, das möchte ich euch ganz gerne zeigen. Lasst euch überraschen. Sieht vielleicht komplizierter aus, als es ist. In Wort, Bild, Video und Schrift kriegt ihr das von mir. Erst erkläre ich und danach alles nochmal schriftlich, dass man es nachverfolgen kann. So, was brauchen wir? Häkelnadel. Eine 4er und eine 5,5 oder 6er. Das wäre toll. Du kannst aber auch alles mit einer 4er oder 5er Nadel machen, wenn du nur eine Größe da hast. Funktioniert. Wir brauchen eine Mikrofaserwolle. Im Video zeige ich aber nochmal genau, welche ich meine. 50 bis 100 Gramm. Das kommt darauf an, wie fest du häkelst. Oder wie groß du es haben möchtest. Ein Knäuel in Braun für die Beine. Jeweils immer auf die Banderole gucken für eine 5er Nadel. Eins in Schwarz und drei Farben in Grün. Und wenn du nur Reste zu Hause hast, reicht vollkommen. Man kann dann auch mal ganz gerne zwei dünne Wollen Garne zusammennehmen und als eine eins verhäkeln, sieht auch toll aus. Und da braucht man nur Reste. Nadel, Faden, hiervon dann nur für die Augen annähen. Die Augen kann man in Knöpfe nehmen, Wackelaugen aufsticken. Zeige ich aber ganz, ganz, ganz genau. Und dann würde ich sagen, haben wir soweit alles. Füllwatte noch oder Schaumstoff, was du zu Hause hast. Oder ein altes Kissen mit Schaumstoff einfach aufgetrennt und reingemacht. Oder mit Füllwatte. Aber auch dazu noch im Video mehr. Und dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Bei der Mikrofaserwolle ist das Tolle, dass die so eine Struktur hat. Und das soll ja das Reiskorn darstellen, ne? Also das Reisbällchen. Deswegen ist das schöne Mikrofaserwolle. Nachteil ist, man sieht es nicht so gut, was ich häkel, weil das gleich die Maschen regelrecht verschwinden lässt. Ich habe jetzt hier einen 50 Gramm Knäuel und das hat eine Lauflänge von 85 Meter. Gibt es in ganz vielen verschiedenen Ausführungen. Kannst ja mal gucken, was du so findest. So ungefähr die Dicke soll es haben. Und dann häkeln wir, also ich hier mit einer 5,5 Nadel, also von 5 bis 6 geht das. So, und ich rede jetzt halt auf viel, weil man es nicht so sieht. Aber in die Infobox stelle ich mal ein Video. Und zwar wie ein, also was anderes gehäkelt wird in der normalen Wolle, was gleich aussagekräftig ist für einen halben Ball. Ne? So, jetzt machen wir erstmal viel Luftmaschen. Eine habe ich schon. 2, 3, 4. Und die schließen wir in der ersten Masche mit einer Öse zum Ring. So, das ist jetzt ein Ring. Jetzt machen wir am Anfang immer zwei Luftmaschen. 1, 2. Und dann machen wir 8 feste Maschen in diesen Ring. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, und dann schließen wir mit einer Öse in die zwei Luftmaschen, einfach eine Schlaufe ziehen und hinter die Öse durch die letzte ziehen. Dann haben wir schon so ein kleines Bällchen. So, anfangen wieder zwei Luftmaschen. 1, 2.
In jede feste Masche machen wir jetzt zwei feste Maschen. Wir müssen jetzt erstmal einen Kreis häkeln. Zwei feste Maschen in jede der acht festen Maschen der vorangegangenen. So, ich glaube, das muss man nicht unbedingt sehen. Es reicht, wenn ich sage, und außerdem gibt es dann auch noch eine Häkelschrift. Wichtig ist nur am Anfang zwei Luftmaschen, immer bei der Reihe, und dann häkeln wir in die Reihe immer zwei feste Maschen, in jede. So, und das machen wir erstmal und schließen dann auch wieder mit einer Öse. Ich bin gerade wieder rausgerutscht. Und dann sieht man schon die Struktur wie das Reißbällchen. So, so ein schöner kleiner Kreis ist das schon. Anfang immer, immer, immer zwei Luftmaschen. Eins, zwei. Jetzt kommt erstmal ein Flugzeug. In der Nähe von uns ist ein kleiner Flugplatz für Segelflugzeuge und Motorflugzeuge. Und dann fliegen die da unten über uns hin. Das ist immer ganz toll bei schönem Wetter. So, Anfang zwei Luftmaschen. So, jetzt muss man weiter hinzunehmen. Jetzt machen wir erst eine und den nächsten zwei. Eins, zwei, jeweils an eine Masche, ne? Dann wieder eine einzelne in die Masche und dann wieder zwei. Eins, zwei. Dann eine einzelne und zwei. Und dann immer die ganze Reihe so entlang. Erst eine, dann zwei. Eine und dann zwei. Dann wächst das zu einem größeren Kreis. Und dazu zeige ich jetzt erstmal die Häkelschrift, wie es weitergeht. So, wir haben hier die Häkelschrift. Wir sind hier. Eine, zwei, eine, zwei, eine, zwei. So, das war die vierte Reihe. Fünfte Reihe ist zweimal eine einzelne. Also eine in eine feste Masche, eine in eine feste Masche, dann zwei. Dann wieder eine in eine feste Masche, eine in eine feste Masche, also zweimal eine in eine jeweils feste Masche, dann zwei. Dann steigert sich das immer. In der sechsten Reihe sind es drei einzelne Maschen. Und dann zwei. Drei einzelne Maschen und zwei. Und immer fortführen, bis die Reihe zu Ende ist. Und dann am Anfang immer die zwei Luftmaschen. Ne? So, und dann sind es viermal eine einzelne und zwei. Viermal eine einzelne und zwei. So müssen wir regelmäßig zunehmen. Und dann zeige ich, wie es weitergeht, weil jetzt die Häkelschrift ist einfacher, als die Mikrofaserwolle zu erkennen ist. So groß ist jetzt auch schon der Untergrund, der Kreis. Wir haben gehäkelt bis viermal eine und dann zwei. Bis dahin habe ich es erklärt gehabt. Dann geht es weiter. Dann machen wir nach den zwei Luftmaschen, wie gesagt, vor jeder Reihe, in die erste zwei feste. Dann fünfmal eine einzelne, zwei. Fünfmal eine einzelne, zwei. Ganz wichtig, dann wird ein großer Sprung gemacht. Am Anfang zwei in eine, dann neunmal eine einzelne Masche, dann zwei. Neunmal eine einzelne Masche, zwei. Und in der zehnten Reihe zwei in die erste und dann zehnmal eine einzelne, zwei, zehnmal eine einzelne, zwei. Das ist das nächste, was wir machen müssen. Ne? So, wir sind bei Nummer 8. Zwei Luftmaschen am Anfang gleichen, die erste mal zwei feste. Wir machen ja alles mit festen Maschen. Zwei feste Maschen, so. Und dann haben wir fünf einzelne, weil wir müssen langsam am Rand arbeiten. Eins, zwei, drei, vier, fünf und in die nächste zwei. Dann wieder fünf einzelne, zwei. Fünf einzelne, zwei, die ganze Reihe entlang. So, ich sage jetzt extra nicht, wie viel Maschen ich in jeder Reihe habe. Warum? Es verwirrt einfach. Und wenn du mal eine Masche mehr und eine Masche weniger hast, das ist nicht schlimm, das fällt bei diesem Ball nicht auf. Deswegen halte ich bitte an die Häkelschrift, was du gemacht hast, am besten ein kleines Häkchen dahinter oder durchgestrichen mit dem Bleistift, wenn du es mehrfach verwenden willst. Und dann geht es am besten.
Du kannst einen Screenshot machen, du kannst es abschreiben, du kannst es abfotografieren vom Bildschirm. Das funktioniert alles und dann hast du es dabei. Und ich schreibe es jetzt immer wirklich nur die Sequenz, die ich filme, auf, wie weit wir sind und dann arbeiten wir weiter. Und zwar wird das auch wieder. So, jetzt entwickelt sich langsam so ein kleiner Rand, wie man hier sieht, weil wir diese Zunahme gemacht haben, die drei Reihen mit der Zunahme. So, und jetzt müssen wir 8 Reihen häkeln, einfach gerade hoch, ohne Zunahme, am Anfang immer 2 Luftmaschen und dann 8 Reihen feste Maschen, dass das schön hoch wird, dass ein toller Rand wird. Und das ist Balu, einer unserer Kater. Und der muss immer dazu kommen, wenn ich was mache. Filme und. So. Ich habe jetzt schon 4-mal zugenommen. Also, Quatsch. 4 Reihen gehäkelt. Und man sieht, was das für so ein schönes Körbchen wird. Und der Rand hochkommt. Also 4 Reihen habe ich jetzt schon. Das ist gerade die 5., an der ich bin. So, das sind jetzt 8 Reihen, die ich hochgehäkelt habe, feste Maschen, ohne eine Zunahme. Wer jetzt sehr fest häkelt, häkelt nochmal 2, 3 Reihen drauf. Und so schön wird das dann. Jetzt müssen wir abnehmen. Ich sage es mal, wie es geht, aber zeige es dann nochmal mit einer anderen Wolle, weil das jetzt wichtig ist. Wieder am Anfang 2 Luftmaschen und dann sticht man die erste Masche rein, die zweite heraus und macht eine feste Masche. Dann hat man 2 Stück zusammengehäkelt. Dann braucht man 5 einzelne. 1, 2, 3, 4, 5. So, in die 6. hinein. In die 7. heraus auf der anderen Seite. Na. Und festgemacht, mit einer festen Masche gehäkelt. Die 2 Schlaufen. So, und dann wieder 1, 2, 3, 4, 5. 6. hinein. Von hinten nach vorne wieder heraus. Und eine feste Masche gehäkelt in die 2. So, dann wieder 5 einzelne, 6 und 7 zusammen, dass das ein engerer Rand wird. Weil wir es jetzt nicht richtig gesehen haben, nehme ich jetzt einfach mal eine andere Wolle und zeige das nochmal mit, damit man es besser sieht. Andere, die das schon können, können ja gleich weitermachen. Wir machen das eine Reihe lang. So, abnehmen. Also, ich habe jetzt ein extra Stück gehäkelt, damit man das mal sieht. Wir gehen in die erste hinein. Ich habe jetzt extra dicke Wolle genommen, damit das hier gut sichtbar ist. Feste Maschen in die erste hinein, nach hinten. Und dann in die nächste, nach vorne wieder raus. Und machen eine feste Masche. Ich zeige nochmal die Abnahme. In die erste feste Masche hinein. Und von hinten in der nächsten Masche wieder heraus. Und eine feste Masche. Nochmal die Abnahme. In der ersten Masche hinein nach hinten und dann wieder in der nächsten Masche nach vorne heraus. Und eine feste Masche. Von vorne nach hinten und von hinten nach vorne und eine feste Masche. Und dann hat man so eine schöne Abnahme. Das sieht ganz, ganz ordentlich aus. Und da kann man ganz viel mitmachen. Falten, Röckchen, Puffärmelchen,
Trachtenblusen kann man damit häkeln, ganz, ganz toll. Puppenkleider oder halt für jetzt diese Sushi-Rolle, Kissen, kann man dann einen Ball draus machen und dann benutzt man beim Häkeln diese Abnahme, was ganz, ganz wichtig ist. Und dann kann man auch wirklich in der nächsten Reihe noch mehr abnehmen. Immer so weiter, bis gar nichts mehr übrig bleibt und dann hätten wir dann ein Dreieck. Dann kann man Pilze toll häkeln mit jedes Tier, jedes Monster, jeden Engel, alles, was man machen kann, braucht man diese Abnahmen immer wieder. Und das ist beim Häkeln halt so schön, wenn man dann wirklich alles mitmachen kann. So eine Abnahmereihe haben wir und jetzt machen wir noch mal eine Reihe genau das gleiche. Also zwei Maschen zusammen am Anfang, fünf Einzelnägel, sechste und siebte Masche zusammen, fünf einzelne häkeln, eine Reihe noch mal so abnehmen. So, mit der Mikrofaserwolle sind wir jetzt fertig und jetzt müssen wir eine Reihe schwarze Maschen, feste Maschen häkeln. Das ist aber ganz wichtig, dass wir jetzt da außen bleiben, weil sonst die Masche ganz anders aussieht. Also, wir nehmen die schwarze Wolle, auch die 5er Häkelnadel bleibt dabei. Ziehen die schwarze Wolle durch die Öse der Mikrofaserwolle, machen eine Luftmasche 2. So, ziehen sie fest und müssen jetzt da außen häkeln. So, und dann machen wir eine Reihe feste Maschen. Ganz ordentlich. Das bedeutet, das ist dann das Blatt sozusagen zum Einrollen von der Sushi-Rolle. So, und dann sind die Maschen hier sehr schön und innen drin sehen die anders aus. Deswegen muss das außen sein, die Außenseite. So, eine Reihe in Schwarz. Und dann kommen wir zur Füllung, sozusagen. Und an der schwarzen Reihe häkeln wir es dann ganz zum Schluss zusammen. Deswegen machen wir jetzt erstmal eine Reihe, damit es richtig ordentlich aussieht. Beim Zusammenhäkeln. Eine Reihe schwarz. So, die eine Reihe ist jetzt fast fertig gehäkelt. Ich mache die letzte feste Masche. Oder noch eine. So, und dann verschließe ich es mit einer Öse bei den Luftmaschen. So, und jetzt kann man es entweder so erstmal liegen lassen, größere Masche ziehen, damit es nicht aufgeht, weil wir es dann zusammenhäkeln. Oder man macht eine ganz große Öse, tut das ganze Knäuel durch und zieht es mal fest. Weil dann geht auf gar keinen Fall was auf und wir müssen es ja mit der Schwarz dann zusammenhäkeln. So, und dann hat man es erstmal fest. Schwarz bleibt dran, weiß kann man lösen. So 15 cm noch dran, weil der Faden muss vernäht werden. Und dann kommen wir dann schon zur Füllung. So, jetzt wird ein klein bisschen kompliziert, aber nicht schlimmes. Wir haben unsere Reisrolle soweit fertig gehäkelt. Ich wechsle jetzt auf eine Vierernadel, kommt auf eure Wolle drauf an, die ihr weiter häkelt.
wir fangen die Füllung an und ich nehme hier mein erstes Garn. Ist egal, ihr braucht nur drei Töne grün. Dass da gerade so Einschlüsse drin sind, ist toll, muss aber nicht sein. Und dann machen wir jetzt Luftmaschen. Achtung, Luftmaschen. Und zwar, die müssen genauso, also die Luftmaschenreihe, die wir jetzt häkeln oder Schlange, wie man es nennen möchte, muss genauso lang sein wie der Durchmesser der Sushi-Rolle des Reisbällchens. Weil wir das jetzt halbe machen. So, legt euch das schön hin. Und dass wir so eine schöne mittendurch einmal locker haben. Los, zwei. Eins, zwei. Die zwei lassen wir lose. Die häkeln wir nicht. In die dritte stechen wir ein. Und häkeln jetzt einmal feste Maschen rüber auf die andere Seite. Einmal feste Maschen über deine Luftmaschenreihe, die du jetzt ausgemessen hast. Wenn es ein bisschen zu weit ist oder zu eng, das macht überhaupt nichts. Das kann man dann beim Einhäkeln anpassen. Und das ist ja, die Füllung ist ja nicht flächig. Die ist dann schon 3D. So, eine Reihe darüber, feste Maschen. So, eine Reihe ist jetzt gehäkelt. Und jetzt nehmen wir keine zwei Luftmaschen am Anfang dazu, weil wir müssen einen Bogen bekommen. So, wir lassen die erste frei, keine Luftmaschen am Anfang. Die erste frei, die zweite einstechen und eine Reihe feste Maschen darüber. Auf der anderen Seite lassen wir die letzten zwei frei. Die häkeln wir nicht mit. Das ist ganz wichtig, weil wir einen schönen Bogen haben wollen. Das muss ja kleiner werden. So, das war jetzt gerade der Hund, der durchgerannt ist, bloß mein Sohn. Und dann zeige ich es nochmal. Wirklich, die letzten beiden werden nicht gehäkelt. Dann haben wir jetzt da gleich zwei Reihen mit dieser Grün. So, dann wäre hier die erste, da die zweite. Eine muss ich noch machen. Eins, zwei, noch eine. Zwei lasse ich frei. So, dann drehe ich das Ganze. Keine Luftmaschen, lasse die erste frei bei der gedrehten Masche und häkel die zweite. So, und das mache ich auf der anderen Seite genauso. Und dann müsst ihr gucken, wie weit ihr den Streifen haben wollt. Wir müssen dann auf die andere Wolle noch wechseln. Und mal einpassen gerade. So kommt das dann rein. So, das machen wir eine Reihe lang. Also, die erste freilassen und die letzten beiden. Und dann lassen wir immer nur die erste frei, keine Luftmaschen und stechen in die zweite ein. Und dann machen wir erstmal einen Streifen. Es kommt jetzt drauf an, also ich bin der lockere Häkler. Wenn du der festere Häkler bist, dann musst du auch teilweise mal eine Reihe dazwischen häkeln, wo du nicht freilässt am Anfang und am Ende, damit das zum Einpassen klappt. Das musst du ausrechnen und schauen, wie weit du kommst mit deiner Wolle. Also ich lasse jetzt bei den nächsten Reihen nur am Ende eine frei und am Anfang. Und wenn du der ganz feste Häkler bist, dann machst du eine Reihe am Anfang und Ende freilassen. Und da dazwischen eine Reihe, wo du es mitstrickst, mithäkelst. Weil es muss wirklich schön reinpassen. So, bei mir reicht das jetzt da schon mit der Farbe.
war jetzt auch eine dickere Wolle. Ich habe jetzt auf die Luftmaschen 1, 2, 3 Reihen gehäkelt. Und jetzt wechsle ich einfach auf die nächste grün. Da muss ich wahrscheinlich ein bisschen mehr häkeln und auch die Zwischenreihe machen, wo ich dann nicht abnehme, freilasse, weil die Wolle ist dünner, aber ich fand die grün so toll. Und dann häkle ich es mit. Die erste und die letzte Masche, ne, dass ich ein bisschen mehr Volumen bekomme. Weil die wirklich viel dünner ist, aber die fand ich so schön. Zweite Möglichkeit. Man kann auch, wenn man zwei dünne Garne hat, dann einfach die zusammenhäkeln. Helle und dunkle Farbe als eins. Und dann hat man auch einen ganz tollen Effekt, gerade bei dieser Füllung. Das ist noch mal so eine Idee. Weiter geht's. Ich habe jetzt die dunkle Grün, die ist ein bisschen sehr dunkel, dünn, und dann nehme ich jetzt einfach zwei Fäden. Ich lasse euch immer so Varianten, wie es euch am besten gefällt, und dann überlegt mal, wie ihr das gern machen müsst. Mit zwei Fäden zusammen, oder ihr habt eine dicke Wolle, oder dann immer wirklich variieren, wie es am besten gefällt. Und dann nehme ich einfach den Endfaden und den Anfangfaden von dem Knäuel und dann kann ich zwei zusammen häkeln, weil es zu dünn ist, und dann habe ich das auch. So, wir sind jetzt bei der ersten Reihe mit dem dunklen, und jetzt möchte ich ganz gerne noch mal eine Schlaufe dass da so ein bisschen was raussteht. Und zwar machen wir jetzt einmal in der Mitte ungefähr drei Stäbchen. Eins, zwei, eine feste Masche und dann die nächste wieder drei Stäbchen. Eins, zwei, drei. Dann habe ich so zwei Bögen, dass so das ein bisschen raussteht, ein bisschen 3D wird. Jetzt kriege ich die Reihe fertig. Auch in dieser Reihe nehme ich die letzte auch mal mit. Letzte noch. Dann drehe ich das Ganze, häkel jetzt da feste Maschen, 1, 2, 3, jetzt komme ich gleich bei meinem Stäbchen und dann zeige ich es nochmal. Ich muss das mal aus dem Trüsschen drunter machen, damit es jetzt heller wirkt. So, ich mache die feste Masche da und dann gucke ich, wo, da habe ich alle Stäbchen reingemacht, alle. Das biege ich mir nach oben, und dann gehe ich in die feste Masche und mache mit der eine feste Masche rein, damit das wegsteht. So, dann gucke ich, hier habe ich meine nächste feste Masche, die zwischen den zwei Stäbchen war, und mache mir eine feste Masche. Und jetzt kommen die nächsten drei Stäbchen, und da gehe ich auch in die feste Masche und mache nur eine feste Masche. Also ich biege mir die Stäbchen nach oben und häkle jetzt da wieder normal feste Maschen. So, und dann kann ich das nach oben biegen. Ach, da ist ja meine erste feste Masche. Wieder. Und dann häkle ich da weiter. Ich zeige es gleich mal von der anderen Seite, weil ich wirklich so mal, dass ein bisschen was raussteht, haben wollte. Und bei dieser Reihe nehme ich jetzt mal alle mit. Alle Maschen. Und auch die erste und die letzte. So, und wenn es ein bisschen zu schnell wäre, jetzt einfach nochmal ein Stückchen zurück und gucken. Und dann steht das so hier hoch wie so ein Salatblatt oder irgendwas, Gemüseblatt. Und jetzt ist gerade mein Kaderchen heimgekommen. Der hechelt dann immer, als hätte er einen Marathonlauf hinter sich her. So, und das, und dann machen wir jetzt nochmal zwei Reihen drauf. Mit der nächsten Grün
erste und letzte Mal schon wieder nicht häkeln. So, ich habe jetzt weiter abgenommen, bis ich nur noch 5 Maschen hatte, weil jeder anders häkelt. Muss man dann immer und immer wieder mal die Füllung innen rein legen und gucken, passt das alles, hält das alles, bin ich so weit, dass ich jetzt in der Hälfte bin, oder muss ich noch mal eine Reihe dazu machen? Und dann muss man variieren und dazwischen immer noch mal eine Reihe setzen, die ohne Abnahme ist am Anfang und am Ende, bis das richtig reinpasst. Bei mir passt es jetzt rein. Ich habe die letzte Reihe gehäkelt. Wie gesagt, 5 Maschen bleiben übrig und ich ziehe den Faden durch die letzte Öse durch. So, und jetzt gucke ich, wo stehen meine Blätter ab. Die nehme ich nach unten. Und jetzt wechsle ich zum Rosanen. Na, Vorführeffekt, Hosteranfang da. Und das häkeln wir an. Ganz einfach. Wir gehen in die erste Luftmasche. Blätter zeigen zu uns. Machen eine Öse. So, und dann noch eine Luftmasche drauf. Und dann häkeln wir, wie gesagt, bei mir waren es 22 Maschen, 22 feste Maschen hier rein. Die erste Reihe. Schön da auf der Seite, wo die Blätter rausschauen. Wird das ganz ordentlich. So, hier wollen wir es nicht so gerade haben. Und nach der ersten Reihe angehäkelt, machen wir jetzt erste frei. In jede Masche 2. 2 feste Maschen. 2. 2. 2. Das machen wir jetzt eine Reihe durch. Immer 2 in die feste Masche. Und in der dritten rosanen Reihe häkeln wir immer 2 zusammen. Immer 2 zusammen. Anfang und Endmasche lassen wir natürlich frei. Und dann gehen wir in die eine rein, in die andere raus, feste Masche. In die eine rein, in die andere raus, feste Masche, bis wir dann wieder auf unsere einfache Maschenzahl kommen. Das machen wir jetzt eine Reihe lang, eine rein, eine raus, also wieder die Maschen halbieren, weil wir ja doppelt genommen haben. Schön wieder 2 zusammen häkeln. Und dann häkeln wir 2 Reihen nochmal drauf. Zweimal fest, 2 Reihen feste Maschen. Anfang und Endmasche freilassen. Und dann guckt ihr mal, wie es mit eurer Größe hinhaut, damit es in die Sushi-Rolle reinpasst. Die festen Häkler denken bitte auch hier wieder dran,
Ist es zu schmal? Nehmt ihr zu schnell ab? Nochmal eine Reihe ohne Abnahme der ersten und letzten Masche. Also die dann Mitte ekeln, sonst wird es einfach zu klein. Ich habe jetzt die zwei Maschen gehäkelt. Und jetzt müssen wir eine Luftmasche am Anfang. Dann häkeln wir 1, 2 feste Maschen. Dann machen wir 3 Luftmaschen. 1, 2, 3. Dann häkeln wir wieder 2. 1, 2. 2 feste Maschen. Und jetzt 1, 2, 3, 4 Luftmaschen. Wieder 2 feste Maschen. 1, 2. Dann 3 feste Luftmaschen. 2, 3. 3 Luftmaschen. Und das machen wir jetzt die eine Reihe entlang. 2 feste Maschen und dann unregelmäßig Luftmaschen eingesetzt zwischen 3 und 5 oder 6, wenn du ein fester Häkler bist, weil das dann nach oben stehen soll. Ja, unregelmäßig jetzt da Luftmaschen einhäkeln zwischen 3 und 6 und immer 2 feste Maschen dazwischen. So, wir haben jetzt die Luftmaschenbögen. Wir müssten auf der Seite sein, wo die Blätter sind. Ansonsten, wenn die Blätter auf der anderen Seite sind, dann klappen wir die Luftmaschenbögen nach hinten und häkeln eine feste Reihe, dass die wegstehen. Und wenn sie nach vorne sind, also so her sind, dann klappen wir sie nach vorne, dass sie wegstehen und häkeln jetzt eine Reihe feste Maschen. Die Bögen einfach nach vorne geklappt und jetzt hat da eine Reihe feste Maschen rein. Guckt schön die Bögen. Wir haben ja 2 Maschen dazwischen, das wissen wir ja. Und in die eine feste Masche stechen wir auch ein, wo die Luftmaschen waren. Und dann kommen wir auf die gleiche Maschenzahl dann raus, bevor wir die Bögen angesetzt haben. Habe ich die Blätter vorne, klappe ich die Bögen nach vorne. Habe ich die Blätter hinten, klappe ich die Bögen nach hinten und mache jetzt eine Reihe feste Maschen und die Bögen schön nach vorne. Und am Ende muss ich dann wieder auf die Maschenzahl kommen von der Reihe, bevor ich die Bögen gemacht habe. Ist ein bisschen Fummelerei, aber macht richtig Spaß und sieht vor allen Dingen richtig gut aus. Und deswegen sollten die ungleichmäßig sein, damit so ein 3D-Effekt entsteht. Wenn ihr mal eine Masche mehr oder weniger habt, das nicht so ganz seht, ist das gar nicht schlimm. Und wie gesagt, jetzt seid die feste Reihe. Masche mit festen Maschen häkeln. Und ihr seht, so schnell habe ich die jetzt gehäkelt. Da brauchte ich die Kamera gar nicht aufstellen. Ja, vielleicht wird es wieder ein langes Video, aber ich erkläre lieber alles ganz ausführlich und zeige es in Wort und Bild. Weil was bringt es euch, wenn ihr dann rumrätselt, wie das gehen soll? Dann werden meine Videos halt länger. Da gab es schon oft Kritik, warum ich immer so lange mache. Aber mir ist es wichtig, wenn ihr das anfangt, dass ihr es auch versteht. So, jetzt haben wir die Reihe schon. So, und guck mal, wie schön die Füllung jetzt schon gewachsen ist. So, jetzt häkeln wir eine Reihe wieder drauf, Anfang freilassen und dann machen wir noch mal wie bei dem grünen 2 Blätter. Können auch ein bisschen größer werden, wie ihr das wollt. Und hier sieht es dann halt nicht aus wie Blätter, sondern wie die weitere Füllung. Na, eine Reihe jetzt da Anfang natürlich wieder freilassen und Ende. Sonst können wir ja nicht abnehmen und die festen Häkler müssen halt immer gucken, ob sie noch mal eine Reihe dazwischen machen. Aber das kann man dann auch noch ein bisschen kaschieren, wenn es dann, also wenn die Füllung komplett fertig gehäkelt ist.
So, Reihe ist jetzt auch gleich wieder. Na, Vorführeffekt. So, letzte lasse ich frei, drehe ich wieder. So, und dann mache ich 1, 2, 3, 4, 5. Dann kann ich jetzt schon mein Blatt setzen, also die Erhebung. So, wieder 3 Stäbchen rein. 1, 2, 3. Es können auch mal 4 sein, also wie man lustig ist. Also seid kreativ. 2 dazwischen, 1, 2 und jetzt mache ich einfach mal 2 Stäbchen, 1, 2, mache nochmal 3 Luftmaschen, 1, 2, 3 und setze nochmal 2 Stäbchen in die gleiche Masche. Das kommt alles in die gleiche Masche, sonst haben wir ja keine Erhebung in dem Sinne. So, dann mache ich meine festen Maschen fertig. 1, 2 und lasse dann frei. Mal gucken. Nee, hier könnte ich noch mal noch eine dazu setzen. Ich muss genauso gucken wie ihr auch. Das muss reinpassen. So, dann drehe ich das Ganze. Eine frei. So, und die Stäbchen klappe ich jetzt nach unten, wie vorhin auch. Und wie gesagt, eine Masche mehr oder weniger, das ist nicht die Welt hierbei. Das soll unregelmäßig aussehen, wie so eine richtige schöne Füllung. Und dann häkle ich da eine Reihe feste Maschen drüber hin, wie wir das vorhin auch gemacht haben, in grün. Jetzt will doch der Faden hier nicht durch. So, da ist er. Jetzt komme ich bei die Nein, ich muss noch eine, dann komme ich erst bei die Stäbchen. So, und dann setze ich da halt in die Mitte meine feste Masche. Klappt das nach oben. Nee, noch eine. 2 dazwischen. Und dann hatte ich hier meine Stäbchen. Nein, habe ich eins übersehen. Seht ihr, mir passiert das auch. Da kommt schon hin. So, dann klappe ich so und dann nehme ich die wieder auf. So. Das letzte häkle ich jetzt mal mit, weil jetzt wird es mir auch noch ein bisschen zu klein und dann muss man immer einpassen. So, drehe es rum und dann stehen die auch. Hier steht's, da steht's. Und jetzt nehmen wir weiterhin ab, bis die Füllung gut reinpasst und auch wieder zum Schluss nur so 5 Maschen übrig bleiben. Passt das bitte jetzt wirklich genau an eure Sushi-Rolle an und dann ist die Füllung auch schon fertig. So, ich habe jetzt meine 5 Maschen noch und jetzt häkeln wir erstmal nochmal den Rand, nur das Rosane. Wir häkeln einmal runter mit festen Maschen, am Rand entlang, für Effekt, dass das schön ordentlich wird, weil wir es ja dann zusammen häkeln müssen, nachdem wir es richtig gefüllt haben. Und dann brauchen wir jetzt eine ordentliche Reihe in der Farbe. Weil wenn ich jetzt gleich mit Schwarz ansetze, wird es unordentlich, ne? So war nicht. Wir häkeln nur erstmal rosa, feste Maschen. So, wir sind jetzt hier am Anfang. Noch eine dahin. So, und die letzte Masche nicht nochmal durch die beiden durch, sondern nur die Öse, die linke, durch die rechte. So, dann drehen wir das Ganze und häkeln hier nochmal hoch. Komplett das Rosane wird jetzt noch mal umstochen. Dann wird das richtig ordentlich, sieht cool aus. Immer noch feste Maschen, das kann sich ruhig ein bisschen wölben. Ist ja die Füllung.
Und so gleicht man halt Unebenheiten aus. So, jetzt komme ich oben an die festen Maschen und die letzten fünf. Und dann gehe ich auf der anderen Seite wieder runter. Ne? So einen richtigen Bogen jetzt rundherum. Und dann setzen wir die Grün an. Das ist egal, welche Grün ihr nehmt. Welche euch am besten gefällt. Nur wir häkeln einmal rundherum. Der Ordnung halber. Und wie gesagt, lieber länger das Video. Und dann versteht ihr das auch genau, wie ich das meine. Dann ist das im Wort und Bild. Und ich bin ja sowieso ein schneller Häkler. Manche sagen, du häkelst viel zu schnell. Aber welchen Mittelweg soll ich finden? Zu schnell, zu langsam, zu ausführlich, zu schnell, wieder im Bild umgeschaltet. Also ich gebe mir Riesenmühe, dass jeder mitkommt. Und wenn nicht, die schnell sind, einfach mal ein bisschen vorgegangen. Die sind langsam, die langsam sind, auf Zeitlupe gestellt. Geht alles. So, ich bin bei der letzten, ziehe die Masche durch. Ne? So, und dann ist das so ein toller Rand. Hm? So, und jetzt gehe ich, jetzt schneide ich das erstmal ab. Wenn du, wichtig, wenn du auf der rechten Seite bist, um das zu machen, dann kannst du jetzt einfach die Grün mit dieser Schlaufe einsetzen. Aber nur, wenn du rechts häkelst, wenn das zu dir zeigt. Bei mir ist es aber die linke Seite und wenn ich jetzt anhäkeln würde, wäre es ganz hässlich. Deswegen muss ich es abschneiden, durchziehen. Das gibt einen ganz unschönen Rand und drehe das rum, dass die rechte Seite zu mir zeigt. So, und jetzt nehme ich meine Wolle und häkel hier dann eine Reihe feste Maschen an. Und das geht beim Häkeln so einfach und wird so schick. Man kann ja überall anhäkeln. Ich habe ja schon an Blusen angehäkelt, an Strickjacken angehäkelt, an Babysachen häkel ich wahnsinnig gern an. Oder ich häkel mir eine Spitze und nähe sie dann an. Alles schon gezeigt. So, und jetzt einmal rundherum. Und dann haben wir die Füllung schon fertig. So, jetzt ist es komplett umhäkelt. Faden abschneiden, durchziehen, durch die Öse festziehen. Und so, jetzt müssen alle Fäden auf der Innenseite vernäht werden. Und dann häkeln wir es ein. Zur Hälfte füllen es, häkeln es zu. Aber das ist jetzt gleich die nächste Folge. So, wir kommen zum ersten Bein. Wir machen vier Luftmaschen. 1, 2, 3, 4. Schließen Sie zum Ring mit einer Öse, wie der Anfang von dem Reißbällchen auch. Dann machen wir zwei Luftmaschen und machen 8 feste Maschen in den Ring rein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Schließen mit einer Öse an der obersten Luftmasche, die zwei, die wir noch gemacht haben. Am Anfang machen wir immer zwei Luftmaschen. 1, 2. Jetzt machen wir eine feste in die erste. 2 in die nächste. Eine feste in die dritte, 2 in die nächste und so wiederholen wir 1, 2, 1, 2, bis die Reihe zu Ende ist, damit wir wirklich einen schönen Volumen kriegen für den Fuß. 1, 2, dann habe ich bei mir noch eine einzelne.
Dann schließe ich es an der oberen Luftmasche. So, 1, 2. Und jetzt nehmen wir nochmal zu. Eine einzelne, noch eine einzelne. Und 2. Eine einzelne, noch eine einzelne. Und 2. Und so geht das jetzt in dieser Reihe. So, und jetzt werden einfach nur 3 Reihen darüber gehäkelt. Am Anfang immer 2 Luftmaschen, damit wir einen schönen Fuß bekommen. Da haben wir so ein schönes Käppchen. Wieder wie jedes Mal 2 Luftmaschen am Anfang. Jetzt müssen wir schon mal abnehmen. Wir häkeln 1, 2, 3 in die 4 rein, die 5 heraus und eine feste Masche. So, 1, 2, 3. 4 hinein, 5 heraus, abnehmen. Und das machen wir jetzt die ganze Reihe lang, dass wir so einen schönen Absatz kriegen, weil wir dann gleich das Bein weiter ansetzen. So, und das ist dann die Abnahmereihe. So, wenn wir schön mit einer Öse schließen. So, dann hat sich das schon verjüngt. Und jetzt machen wir das gleiche nochmal eine Reihe. Also 3 einzelne, 4 und 5 zusammen. Und dann wird alles rundherum gehäkelt. So lang, wie du dein Bein haben möchtest für deine Figur. Das musst du denn mal anpassen an deins. Und dann gucken wir mal. Also diese Abnahmereihe jetzt nur noch. 3-mal eine einzelne und 4 und 5 zusammen. Und dann rundherum, ohne Luftmaschen auf der, am Anfang, einfach rundherum endlos auf Höhe häkeln. So, man kann jetzt erst die Füllung in die Reiskugel einhäkeln oder erst die Beine dran machen, dran nähen. Das ist, wie du das möchtest. Ich habe es 2-mal angegeben, wie man das am besten macht. Wie gesagt, entweder jetzt schon zuhäkeln zu 60-70%, dass wir dann eine Klappe haben und füllen können, oder jetzt erst die Beine dran machen, wie man möchte. Das genaue Zuhäkeln zeige ich natürlich noch, aber ich möchte jetzt ganz erst die Beine dran machen. Wo habe ich die Nadel da? Genau. Du kannst sie füllen, auch mit der Füllwatte. Ich kaufe dann immer ganz gern ein Kissen in 80x80er, gerne im Discounter im Angebot oder im Möbelhaus. Und dann schneide ich das an der Ecke auf, ein paar Zentimeter, und dann hole ich mir die Füllwatte raus. Erstmal ist es günstiger, zweitens mal ist es von der Qualität meistens besser und ich habe dann genau, was ich brauche. So, wir setzen uns die Sushi-Rolle auf. Gucken, wo ist der untere Rand. Den Faden in braun habe ich auf eine Nadel gefädelt. Du kannst die Beine füllen oder so lassen. Ich lasse sie so. So, und dann nähen wir die an.
mit ein paar Stichen. Genau am untersten Knick kann man sich vorher auch sehr gut mit Stecknadeln dran stecken. Und dann werden die wirklich sehr ordentlich mit vielen Stichen angenäht. Geht auch, wenn es schon zugenäht ist und gefüllt ist. So geht es leichter, aber anders geht es auch. So, und dann die Beine beide annähen. Muss natürlich zweigehäkelt werden. Und mit so einem Zwischenteil von 3 cm, wo es frei bleibt. Und dann das zweite Bein auch anhäkeln. Nähen. So, das ist alles. So einen Zentimeter nach vorne und einen halben Zentimeter wieder zurück. So ist der Stich bei mir. Dann hält das auch. Und das ist jetzt eher wie so ein Kantenhocker, denn ich habe es extra nicht ausgefüllt. Sonst wird es zu dolle. So, Beine sind dran. Und jetzt nehmen wir erstmal Stecknadeln und stecken uns die Füllung fest. Ich nehme dann 4 Stück. Jede Himmelsrichtung eine. So. Sonst funktioniert es nicht, sonst wird es viel zu schwierig, das reinzukriegen. Dann kann man es auch noch mal ein bisschen vermitteln, weil man denkt, hier hat man zu wenig, da zu viel. Masche auf Masche wird sowieso nicht passen, das kriegt man einfach nicht hin, aber das ist kein großes Problem. So, erstmal alle 4 Seiten feststecken. Man kann auch rundherum feststecken. So. Faden hat man ja hängen gelassen. Und jetzt ist es ganz gut, wenn wir von innen nach außen häkeln. Warum? Weil wir schon einen schwarzen Rand haben. Da verzeiht uns das mehr. Das Unregelmäßige eventuell. Und dann wird es oben ordentlicher. So. Und dann holen wir uns, also ich nehme jetzt auch eine dünnere Nadel, die 4er, den Faden. Und machen mal eine Luftmasche. So, und jetzt häkeln wir beide zusammen. Schön ordentlich, schön eng. Schön aufeinander. Wenn es mal nicht passt, dann ist halt eine Masche vom Schwarzen dazwischen. Aber im Großen und Ganzen haut das hin. Und wenn wirklich mal zu viel Schwarz ist, und die Füllung passt nicht so, dann zeige ich es mal. Dann geht man in eine von der Füllung rein und in 2 wie beim Abnehmen vom Schwarzen und häkelt so zusammen. Das passt dann auch wieder. Und dann häkeln wir rundherum und häkeln so ordentlich ein. Und da, weil wir da schon eine schwarze Reihe hatten, funktioniert das. Und weil wir die Sushi-Rolle einmal umhäkelt haben, genau dasselbe. So, meine erste Nadel ziehe ich raus und jetzt wird eingehäkelt. Und wie gesagt, wenn es mal nicht passt, einfach in 2 Maschen eingestochen und mit der einen fest. Vielleicht zeige ich es nochmal. Also ich gehe in die rosane rein, dann gehe ich in die schwarze hinein, in die schwarze heraus wie beim Abnehmen und häkelt so mit einer festen Masche fest. So, und dann habe ich das vermittelt und habe wie eine Falte gemacht. Und dann häkeln wir es komplett ein bis auf die Öffnung, handbreit ungefähr, dass wir die Füllung reinkriegen. Aber die Öse lassen wir hängen, weil nach dem Füllen müssen wir es ja noch zumachen. So, wie gesagt, ich nehme ganz gerne einfach nur ein Füllkissen, schneide mir das ein Stück auf, sogar den Bezug nehme ich dann meistens noch zum Füllen. Für Köpfe oder so ist das ganz toll. Und dann hole ich mir die Füllwatte raus. Viel günstiger und für Allergiker geeignet, weiche. Und ich kriege es ja überall, sonst muss man extra wieder ein Bastelgeschäft und die Füllwatte kaufen. So, und das Ganze schön gefüllt und dann fertig zugehäkelt. Fäden vernäht.
Und dann sticken wir noch das Gesicht drauf. Und das war's dann aber auch. Oh, noch ein bisschen. So, zugehäkelt, Fäden vernäht, Beine dran. Und jetzt braucht es natürlich noch ein Gesicht. Und den Mund sticke ich auf und stecke mit den erstmal so ungefähr mit den Stecknadeln. Nur so ungefähr, so schöner runder Mund. Kann man sich auch mit dem Bleistift mal vormalen. So, dann nehme ich die schwarze Farbe, Wolle vom Zuhäkeln und vom Rand und häkel jetzt einfach, stick jetzt einfach nur im Mund rein. Man kann auch Luftmaschen machen, was weiß ich, so 20 Stück und die dann vorsichtig anhäkeln. Die sieht auch toll aus. So, so und dann mache ich hier einen Mund drauf. Einfach einen Bogen. Zweite Methode, wie gesagt, Luftmaschenhäkel. Bei mir sind es jetzt 17 Stück. Als Mund draufgelegt. Den Faden länger gelassen, dann auch nach dem Häkeln. Dann kann man dann mit annähen. So. Mit Stecknadeln festgesteckt. Und dann aufgenäht. So. Natürlich ein bisschen schöner, als ich es jetzt angesteckt habe, aber das ist der Zeit geschuldet. So, und dann den Mund aufhäkeln. Augen kann man genauso machen. Macht man auch eine Luftmaschenschlange und dann rollt man die so ein, wie eine Spirale und hat dann die Augen oder eine Wackelaugenknöpfe oder sonst was. So, und jetzt ist die Sushi-Rolle fertig, das Gesicht, die Füllung. Und dann hoffe ich sehr, meine Idee, meine lustige Idee hat gefallen. Du konntest es gut nacharbeiten, hattest Spaß daran. Noch viel mehr Ideen von mir, für euch, für dich findest du im Kanal von mir. Für jeden Monat des Jahres ganz besondere Sachen. Häkeln, Stricken, Basteln, Chevy-Schick, Blumenwerkstatt. Nostalgie, Dorfkind und. Immer was Besonderes, kostengünstig, gern Upcycling. Und dann wünsche ich eine wundervolle Zeit. Lasst es dir gut ergehen. Bleibt gesund, werdet gesund. Alles Liebe, Kerstin.